Ich höre gar nicht mehr. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Jo, wir müssen jetzt ins alte Lager, ich wollte schon neue Lager sagen, und die Feuermagier hier überreden, überzeugen. Hier für diesen Ausbruchsplan von der Barriere. Und wir kommen jetzt endlich dann vielleicht an den obersten Feuermagier ran, Callisto. Mit dem wir ja eigentlich einen Brief hier haben. Damit wir jetzt auch endlich mal das eigentliche Ziel hier... Einst führte ich ein anderes Leben. Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. Er ist neu, oder? Lee? Dem bin ich hier noch nicht begegnet, oder? Und interessant, dass er mich angequatscht hat. Ja, ich bin da jetzt gespannt, ob er seine Rache kriegen wird. Werden wir wahrscheinlich frühestens erst im zweiten Teil wahrscheinlich hier herausfinden. So, aber jetzt erstmal zurück ins alte Lager. Und wir haben jetzt Kapitel 4 erreicht. Und da bin ich jetzt gespannt, weil Kapitel 4 hatte den Titel gehabt Xardas. Und Xardas weiß ich auf jeden Fall von einer anderen YouTuberin, Streamerin, dass der ganz am Anfang da vorkam. Ich weiß jetzt nicht, ich habe da bei ihr hin und wieder mal reingeschaut, ja, bei Gothic 2. Und ja, also auskennt tue ich mich da gar nicht. Eigentlich für mich wäre das so oder so blind, weil ich jetzt nicht das komplette Let's Play von ihr verfolgt habe, sondern nur hin und wieder mal reingeschaut und da kam oft der Name Xardas vor. Und ich habe aber nicht gewusst, dass er hier im ersten Teil auch schon vorkommt. Da bin ich jetzt gespannt, was er hier für eine Rolle hat. Denn es hat mich schon gewundert, wenn... Xardas ist ja, glaube ich, Feuermagier gewesen, oder? Und dass er hier nicht der oberste Feuermagier war oder ist, hatte mich so glauben lassen, dass er hier dann gar nicht vorkommt. Aber jetzt bin ich gespannt, wie ist seine Story hier? Was erfahren wir hier jetzt über ihn? Und ja, also, warte mal, hier war doch, genau, hier war das eine Tor hier von den Orks. Da will ich auch einmal kurz hin und gucken, ob wir da gegen irgendwelche Viecher klarkommen. Warum schießen die auf mich? Warum schießen die auf mich? Hä?
Muss man das verstehen, warum die jetzt auf mich schießen? Die haben hier fast mein ganzes Leben hier weggenommen. So. Alter, ich habe fast mein ganzes Inventar hier leer gefressen. Ich speichere auf der 1. Aber warum schießen die auf mich? Bin ich hier jetzt unerwünscht? Auch im alten Lager? Hassen die mich jetzt? Weil ich im neuen Lager geholfen habe und im Sumpflager? Was geht denn hier ab? Fletcher? Na du Verräter! Dich haben wir mal zum Gardisten gemacht! Pah! Moment, was? Wovon redest du, Fletcher? Steckst mit diesem abtrünnigen Abschaum aus dem neuen Lager unter einer Decke, was? Warte mal. Hattest wohl gedacht, wir würden nicht dahinter kommen. Wie? Jetzt aber mal halblang. Wir werden dich halblang machen. Oder genauer gesagt, einen Kopf kürzer. Stirb! Verräter! Was? Alter. Was geht denn hier jetzt ab? Alter, nee. Feigling, komm zurück! Renn heim zu Mutti. Ja, wie soll ich gegen alle auf einmal hier ankommen? Jo, jetzt übertreibt nicht. Jo, ich loote die jetzt alle. So. Eure Waffen nehme ich jetzt weg. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Alter, jetzt wollen die noch mal schlägen. Das wird dir noch leid tun. Ernsthaft jetzt? Ich war auf eurer Seite, hallo? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ernsthaft jetzt? Ist das jetzt deren Ernst? Kann ich mit Milton quatschen? Sie sind alle tot. Alle tot. Ich konnte nicht helfen. Ich war unterwegs. Ganz ruhig, Milton. Was ist los? Sie haben die Feuermagier getötet. Alle, bis auf mich. Und da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Am besten, du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Okay. Ganz ruhig, Milton, ganz ruhig. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Die alte Mine ist eingestürzt? Ja, es ging alles sehr schnell. Keiner aus der Mine hat es herausgeschafft. Die Gardisten haben den Mineneingang gesperrt. Ich habe Gorn getroffen. Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Wo? An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen. Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Wie konnte die Mine einstürzen? Wie konnte die Mine einstürzen?
Keine Ahnung. Einige Buddler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja, dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Was sagtest du über die Feuermagier? Ich weiß nur, dass sie kurz nach dem Einsturz alle von den Erzbaronen umgebracht wurden. Als ich von unserem gemeinsamen Abenteuer unter dem Stonehenge zurückkehrte, griffen mich die Wachen am Tor plötzlich an. Sie schrien mir Worte wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen. Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter. Vielleicht kann Diego dir mehr erzählen. Er war im Lager, als sich die Ereignisse zuspitzten. Jo, du sollst dich verstecken, weit weg von hier. Du solltest dich verstecken, weit weg von hier. Nein, Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten und ahnungslose Freunde aus anderen Lagern zu warnen. Bitte, sprich noch mit Diego. Wo finde ich Diego? Wo kann ich Diego finden? Er hält sich auf der anderen Seite des alten Lagers in der Nähe des hinteren Tores versteckt. Bitte sprich mit ihm. Wir sehen uns. Okay, warte mal. Einmal nochmal voll machen. Okay. Also nicht ich bin der Verräter, sondern die sind die Verräter. So. So, du bist auch noch schläge? Ey, komm. Ah, nein. Okay, noch einmal. Weil das jetzt zu lange mit dem gedauert hatte. Ja, okay, die mit den Fäusten kämpfen, die sind nicht so schlimm. Aber... So, und Torus. Ne, das sind... So. Nehmen wir alles von dem weg. So. Ich bin da gerade super. Das wird dir noch leid tun. So. Wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ihr habt keine Ahnung. Ihr kriegt nur aufs Maul hier jetzt, ja? Ich weiß jetzt nicht. Wie viel habe ich jetzt davon? 10.000 auf jeden Fall. So. Ja, komm. Der will jetzt auch noch wieder Schläge. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Das wird dir noch leid tun. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. So. Ich kann die jetzt nicht umbringen, ja? Ja, okay, schade. Das wird dir noch leid tun. Ja, die wollen Schläge. Okay, aber interessant. Ich bin hier jetzt der Verräter. Obwohl die mir jetzt in den Rücken fallen. Und ich habe jetzt keine schwere Garderüstung bekommen. Fällt mir jetzt gerade auf. So, was geht denn da jetzt ab? Bei mir wird jetzt gerade WhatsApp voll gespammt. So, wir gehen mal hier rum. Diego muss irgendwo da hinten warten. Aber okay, das erklärt auch jetzt, warum die anderen da am Tor, also am Tor zu den Orks, mich angegriffen haben. So, schauen wir mal, wo Diego ist. Ich hoffe, der lebt noch.
Ich gehe mal von aus, dass es hier irgendwo ist. Oder will der mich jetzt angreifen? Der Dude. Komm, willst du mich angreifen? So. Dein Erz gehört auch mir. Deine Armbrust gehört auch mir. Ja, wenn die mich angreifen, sind die selber schuld. Da, Sigo. So. Vielleicht noch ein bisschen. 10.254. Komm, mach mal immer so. Das wird reichen. Hey, pst. Sei ganz leise. Hallo, Diego. Ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut. Dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine rausgeschafft. Okay, wieso sind die Feuermagier tot? Das ist eine etwas längere Geschichte. Okay, nun erzähl. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Mhm. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager bauen. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Okay, ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Sie haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Mhm. Aber was passiert mit den Feuermagiern? Koristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine? Tja, Koristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Okay, was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Der wäre? Ist schon so gut wie erledigt, sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir 4 uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Erzähl mir was über das alte Lager. Kannst du mir was beibringen? Mach's gut. Okay. Haben wir einiges zu tun, aber hier können wir noch rein, so wie ich das sehe. Das Treffen, Verbannung aus dem alten Lager. Fletcher, der nun mit einer Gruppe Gardisten am Haupttor des alten Lagers Wache hält, bezeichnet mich als Verräter und Abtrünniger. Er ließ sich auf keine Diskussion ein und griff mich sofort an. Sieht so aus, als ob ich nun aus dem alten Lager verbannt wurde. Ich will trotzdem jetzt hier rein. Da kann ich aber auch nicht rein. Ja, gut. Dann machen wir zuerst... Das hier, alle Feuermagier sind tot und die Situation spitzt sich zu. Diego hat mich beauftragt, Lester und Gorn davon zu unterrichten, dass er sich mit ihnen und Milton an einem geheimen Ort treffen will. Das scheinen sie nicht zum ersten Mal gemacht haben.
Ja gut, dann gehen wir erstmal zu Lester. Also Lester, Diego, Goran, Milton. Ich glaube, das ist unsere Truppe hier, oder? So. Dann suchen wir mal. Hoffen wir mal, wir finden Lester jetzt auch. Dass er auch im Sumpflager da ist und wartet. Aber toll, wenn jetzt Caristo tot ist. Was machen wir da jetzt mit dem Schreiben, den wir hier haben, irgendwo? Hier, Brief an Feuermagier. Das Siegel darf nicht geöffnet werden. Was machen wir jetzt damit? Jetzt ist nur noch Milton da als Feuermagier. Oder Xardas. Xardas wäre noch übrig. Aber von dem habe ich jetzt nur über den Kapitelnamen erfahren, dass der hier existiert. So gesehen oder gehört von dem habe ich jetzt hier noch gar nichts. Jo, wieder gegen den Baumstamm geknallt. Gegen so einen Ast. Ja, erstmal mit Lester quatschen. Und dann gleich mit Goran. So. Moin, kann. Erwache. Erwache. Wo ist denn Lester? Ist er nicht normalerweise hier? Erwache. Erwache. Wo ist Lester? Der ist in der Ruine geblieben, oder? Jetzt kommt er, ist jetzt wirklich in der Ruine geblieben. Ah, toll. Warum laufe ich hier rum? So. Novize, Wasserpfeife und noch Novize. Ja, dann gehen wir mal zu der Ruine. Obwohl, wir können hier auch einmal kurz raten. Okay, ich habe nichts zum Raten. Achso, die Dinger sind jetzt alle aus. Okay, die bleiben nicht andauernd an. So. Ne, ich hatte jetzt aber auch echt nicht erwartet, dass mich die Feuermagier verraten. Und dann mich auch noch als Verräter darstellen. Boah, ich hoffe, Lester ist noch da oben in dem einen Ding da, in der Ruine. Boah, aber das war jetzt auch überraschend zu erfahren, dass die alte Mine jetzt auch eingestürzt ist. Und können wir da eigentlich noch hin? Wir haben da ja noch eine Quest offen, eigentlich. Hier die
Ulberts Lager schuppen. Die Quest haben wir ja eigentlich noch offen. Die müssten wir eigentlich auch noch machen. Nicht, dass die jetzt als gescheitert zählt, weil die Mine eingestürzt ist. So, da wären wir. Gucken wir mal, ob Lester noch hier ist. Ich hoffe es. Das wäre jetzt echt Knorke, wenn er da ist. Ich bin aber enttäuscht, dass wir jetzt nicht mehr die schwere Garderüstung holen konnten. Die hätte ich jetzt noch gerne gehabt. Noch gerne bekommen. Lester? Hey, Lester. Bist du noch hier? Eine verwitterte Axt, die nehmen wir mal mit. Ah! Hier ist er. Erwache! Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Wurde aber auch Zeit! Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Okay, Lester haben wir noch gefunden. Müssen wir jetzt nur noch Gorn finden. Der ist im neuen Lager. Und da müssen wir jetzt so oder so hin. So, da können wir jetzt eigentlich auch hier nochmal speichern. Kann ja sein, dass wir gleich auch noch... Da ist was zum Einsammeln. Ein Rabenkraut. Wir haben aber auf jeden Fall einige von denen vom alten Lager auf jeden Fall ordentlich entwaffnet. Also die dürften uns jetzt, also die dürften jetzt nicht mehr in der Lage sein, uns weh zu tun. So, da müssten wir. Ja, wir können eigentlich hier den. Was ist der sinnvollste Weg? Im Grunde, wenn wir hier einfach nur geradeaus laufen, oder? Ja, wir müssen irgendwie schauen, dass wir den schnellsten Weg dahin finden. Beziehungsweise können wir auch in der nächsten Folge machen. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.